Servus miteinander, ich bin der Sportler Thomas und ich zeige euch heute den großen Sohn der Stadt Tirschenreit. Hinter mir steht er schon. Vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen, ihr seid zu Gast in unserem Wohnzimmer, also auf unserem Marktplatz und schaut zum Rathaus oder zur Kirchenaffe und da steht er. Unweigerlich taucht die Frage auf, wer ist denn das? Also, das ist der Johann Andreas Schmöller. Und zur ersten Frage taucht natürlich automatisch auch die zweite Frau auf. Was hat denn der da, wenn der so prominent mitten am Tirschenreiter Marktplatz steht? Also, erstens, er ist 1785 da bei uns in Tirschenreit auf die Welt gekommen. Und zweitens, was natürlich wichtiger ist, er war der erste Oberpfälzer, der erste Bayer und der erste Deutsche, der sich wissenschaftlich mit dem Thema Dialekt auseinandergesetzt hat. Er gilt als Erfinder der modernen Dialektologie. Und jetzt geht euch vielleicht schon ein Licht auf, warum der redet, wie er redet. Über den Schmöller reden heißt über den Dialekt reden. Heißt Dialekt reden. Klar, nicht den ganz ausgestanden. Weil man kann ja nicht ausschließen, dass der ein oder andere Preis da auch einer schaut. Und ein bisschen was soll er ja auch verstehen. Weil eigentlich haben wir es ja ganz gern, unsere Preisen. So, aber zum Schmöller. Was der Schmöller geleistet hat, um auf das Podest aufzukommen, das erzählen wir euch, wenn wir dann im Museumsquartier in der Abteilung Schmöller sind. Da gehen wir inhaltlich drauf ein. Jetzt schauen wir uns an, was wir vom Schmöller für Spuren innerhalb der Stadt Tirschenreit immer noch finden können. Ja, und die erste Spur ist natürlich unser Denkmal. Das Denkmal steht da seit 1891. Das wird heuer 130 Jahre. Eine enorme Zeit. Da war Waldsasten nicht einmal nur eine Stadt, da haben sie nur 5 Jahre dazu gebraucht. Das Denkmal selber war eine Idee vom historischen Verein der Oberpfalz und Rengsburg. Entstanden ist anlässlich seines Geburtstags 100 Jahre Schmöller 1885. Der ist mit großem Aufwand gefeiert worden, auch in Tirschenreit. Die komplette Rengsburger Prominenz ist mit dem Zug auch verkehrt worden, nach Wiesau. Mit der Fizinalbahn sind sie dann von Wiesau nach Tirschenreit gefahren. Am Bahnhof sind sie mit den Kutschen angeholt worden und sind auf den Marktplatz gefahren. Und bei der Gelegenheit ist dann die Idee entstanden, Mensch, wir könnten doch für den Schmöller eine Büste machen. Gesagt, getan, die Büste ist in Auftrag gegeben worden, aber es hat noch 5 Jahre gedauert. In den 5 Jahren haben sie Geld gesammelt und die Idee hat sich weiterentwickelt. Das heißt, aus der Büste ist entstanden ein gesamtes Denkmal. Ja, und das Denkmal, das steht jetzt seit 1891 bei uns auf dem Marktplatz. Ja, und seit der Zeit schaut jetzt der Schmöller auf sein Stadt euer. Und glaubt mir das, er wird zufrieden sein, weil seine Heimatstadt ist eine komplette Schmöllerstadt. Wir haben nicht bloß ein Schmöller-Denkmal. Wir haben auch die Schmöller-Straße. Wir haben eine Johann-Andreas-Schmöller-Mittelschule. Wir haben eine Schmöller-Gesellschaft, die sich vor allem ums wissenschaftliche Erbe vom Schmöller kümmert. Wir haben eine Schmöller-Abteilung in unserem wunderbaren Museumsquartier. Und wir haben einen Riesbeck. Und zwar auf der Seite hinter mir. Der Riesbeck, der eigentlich Konditor ist, der hat sich gedacht, Mensch, wenn wir so einen Prominenten wie einen Schmöller haben, dann machen wir doch eine Schmöller-Torten. Gesagt, getan, es gibt eine Schmöller-Torten und einen Schmöller-Konfekt. Wenn ihr mal zu Gast in Tirschenreit seid und habt gelust, auf was es ist, dann geht es zum Riesbeck und kauft euch einmal ein Stückchen. Schmeckt wunderbar und macht auch wunderbar satt. So, zurück zum Schmöller. Der Schmöller selber, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt, ist 1785 in Tirschenreit auf die Welt gekommen. Aber das Wow, das ist schon wieder eine hochkomplizierte Angelegenheit. Der Volksmund hat uns über 100 Jahre lang weiß gemacht, er ist geboren in einem Haus in der Schmöllerstraße. Deshalb ist die ehemalige Schulgasse auch umbenannt worden in Schmöllerstraße. Und als 1951 da auch noch eine Stalltafel reingepappt worden ist, wo draufsteht, da ist der Schmöller geboren, ja, dann war alles klar, in dem Haus ist der Schmöller auf die Welt gekommen. Aber Fiefkas, da haben wir sie sauber getäuscht. Da sieht man einmal, auch wir Tirschenreiter, wenn auch selten,
Aber ab und zu, da täuscht man sich halt auch. Und da haben wir sie sauber täuscht. Wenn wir dann selber auf das gekommen sind, dass das Haus das Falsche ist, das erzähle ich euch vor Ort am original falschen Schmöllerhaus in der Schmöllerstraße. Da gehen wir jetzt schnell noch hin. So, jetzt sind wir also in der Schmöllerstraße. Ihr seht die Stortafel. In dem Haus ist er also geboren, der berühmte Sprachforscher Dr. Johann Andreas Schmöller, ein deutscher Mann. Ja, die Geschmäcker ändern sich. Heute darf man wahrscheinlich draufschreiben, ein echter Oberpfälzer. So, also, wie sind wir also draufgekommen, dass das Haus hinter mir das falsche Haus ist? Ausgerechnet unser großer Heimatforscher, der Gleisner Max, hat den Auftrag gekriegt, die 200 Jahre Feier vom Schmöller 1985 vorzubereiten. Und der ist auf die Idee gekommen, Mensch, da könnte ich doch einmal seine Tagebücher lesen. Und dann ist er in Steinau gekommen. Da ist nämlich ganz was anderes geschrieben. Und neugierig, wie er war, der Gleisner Max, ist er auf Amberg ins Zentralarchiv gefahren und hat weiter geforscht, wo ist der Schmöller auf die Welt gekommen. Ja, und wo ist dann rausgekommen? Folgendes. 1785, als der Schmöller auf die Welt gekommen ist, war hinter mir überhaupt noch kein Haus gestanden, sondern das war die Zufahrt zur Fleischergasse. Und die Fleischergasse hat da aufgeführt auf dem Marktplatz. Das war 30 Jahre vor dem Stadtbrand. Da hat es keine Bahnhofstraße gegeben, keinen Sattlersberg, sondern das war die Zufahrt zum Marktplatz. Also, da ist überhaupt kein Haus gestanden. Aber in der Fleischergasse, gleich auf der linken Seite, da war ein Haus. In dem Haus haben die Eltern vom Schmöller tatsächlich einmal gewohnt. Und da ist auch ein Schmöller sein großer Bruder auf die Welt gekommen. Aber halt nicht der Johann Andreas, den seine Mama übrigens das ganze Leben lang bloß Anderl genannt hat. Der Anderl ist ganz woanders auf die Welt gekommen, nämlich am Hulzern Grom. Und das, den Platz, den richtigen Platz, das zeigen wir euch jetzt, da gehen wir mit euch an den Hulzern Grom. Also kommt mal mit. So, jetzt sind wir also am Hulzernen Grom, der jetzigen Ringstraße, und das ist ein Schmöller sein Häusl. Da am Hulzernen Grom, in dem Haus, ist er also geboren worden, 1785. Leider ist das Haus in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts angerissen worden. Wir haben ja nicht gewusst, dass das ein Schmöller sein Häusl ist. Die Familie Luft hat dann ihr Haus hingebaut. Und das steht halt am Platz. Es ist auch eine kleine Tafel da, die an den Johann Andreas Schmöller erinnert. Weil der Gleisner Max auf das Haus gekommen ist, dass da sein Haus gestanden hat, ein Schmöller seins, das ist ein langes und ein breites. Das erzähle ich euch nicht, das darf zu lang dauern. Da kommt es einmal zu einer Führung vorbei und dann erzählen wir euch das. Der Schmöller selber ist ja nicht lang in Dirschenrad geblieben. Gerade einmal 1,5 Jahre. Seine Familie, also sein Vater und seine Mutter, sind ja von Grisbo nach Dirschenrad einerzogen. Grisbo, denke ich, kennt's. Da Oma in Osten, Oma am Berg. Grisbo, Hochdeutsch, Grisbo, ich mein Griesbach. So ist es richtig, Griesbach. Der Großvater von Schmöller hat Schmöller seinen Vater in Dirschenrad das Bücherrecht gekauft. In der Hoffnung, dass er wirtschaftlich ein gutes Auskommen hat. Dann hat er nur das Häusl gebaut, aber da hat er sich auch getäuscht. Die Dirschenreiter haben beim Schmöller nichts gekauft. Er war ja ein Hiesiger. Und mehr als einen Rang wie ein Hilfsarbeiter hat er nicht erreicht. Als dann ein Schmöller sein größerer Bruder, der Adam Michael, bei Hulz arbeiten, tödlich verunglückt ist, dann hat der Schmöller weggemisst. Er hat seine Familie gepackt, inklusive Frau und Johann Andreas, hat sein Haus verkauft und ist nach Rimberg in die Hallertau zu. Und da ist der Schmöller groß geworden. Und weil aus dem kleinen Dirschenreiter Bierzl der große Forscher Schmöller geworden ist, das erzählen wir euch jetzt endgültig in der Abteilung Schmöller in unserem Museumsquartier. Also auf zum letzten Spaziergang. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir in unserem Museumsquartier. Insgesamt haben wir 8 Fachabteilungen, aber heute schauen wir uns natürlich die Uhr vom Johann Andreas Schmöller. Also kommt mal mit, dann gehen wir in die Abteilung. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir also in unserer Abteilung Schmöller und Sie sehen schon wieder hinter mir, diesmal Molnerweiß.
Wie das Büttel entstanden ist, da war der Schmöller schon lang ein hochgeschätzter und hochverehrter Wissenschaftler. Er hat ja nicht nur Dialekt gemacht, sondern er war natürlich auch Germanist, und zwar mindestens auf dem Niveau der Gebrüder Grimm. Und die Gebrüder Grimm haben ihn auch hochgeschätzt und haben sein späteres Werk, über das wir später noch reden werden, auch hoch gelobt. Er war Doktor der Philologie, er war Professor an der LMU in München und er war Mitglied in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Insgesamt muss man halt sagen, er war ein ganz gescheiter Kerl. Der hat verstanden und gesprochen 26 Sprachen und am Schluss für sein Leben hat er sich sogar noch mit dem Chinesischen beschäftigt. Ja, aber leicht gemacht hat es ein Schmöller niemals. Man muss sich das so vorstellen. Es war Beginn vom 19. Jahrhundert und zu der damaligen Zeit, wenn du keinen Namen gehabt hast, keinen Titel und kein Geld, dann bist du eigentlich das geblieben, was du warst. In dem Fall einfach nichts. Aber der Schmöller, der hat sich durchbissen. Und das ist schon angegangen in Rinnberg mit seinem Vater. Sein Vater hat größten Wert darauf gelegt, dass der Bub eine gescheite Bildung kriegt. Dann haben die Pfarrer auch erkannt, was für ein Talent in dem Bub steckt. Dann haben sie ihn in die Lateinschule ins Kloster Weihern. Und dann über die Gymnasien Ingolstadt und München ist er ans Münchner Lyzeum gekommen. Das war eine Anstalt, ähnlich wie eine Hochschule, wo man auch Hauptschulabschlüsse hat machen können. In diesem Lyzeum ist er in Kontakt geraten mit Ideen des Erziehungsreformers Pestalozzi und war begeistert von ihm. Als er dann 1804 das Lyzeum verlassen hat, und zwar ohne Abschluss, es hat welcher ein paar Aufstände, Entlassungen von Studenten gegeben und der Schmöller hat sich aus Solidarität angeschlossen und ist auch gegangen. Also ohne Abschluss 1804 hat er sich gedacht, ich gehe in die Schweiz und ich schließe mich an Pestalozzi an. Gesagt, getan, aber der Pestalozzi hat ihn nicht brauchen können. Also, was hat er gemacht in der Schweiz? Er ist zur Armee gegangen. In der Armee hat er dann vor allem auch Kinder für die Soldaten und für die Offiziere unterrichtet, ist sogar bis nach Spanien gekommen. Als dann 1812 und 1813 sein Heimatland, also das Königreich Bayern, die Söhne nach Hause gerufen hat, welcher dem Vaterländischen Krieg gegen Napoleon, da ist der Schmöller zurück nach Bayern gegangen und ist als Leutnant in die bayerische Armee eingetreten. In der Zeit war er auch immer sehr aktiv im Bereich Bildung. Er war oft und oft in der Staatsbibliothek und ist dort den Bibliothekaren aufgefallen. Und so hat er eine Stelle gekriegt als Hilfsbibliothekar. Und dann hat er seinen Fuß in der Tür gehabt. Als er dann 1815 die Idee präsentiert hat, ich möchte ein bayerisches Wörterbüchlein machen, also da waren alle begeistert. Und sein größter Förderer und sein größter Unterstützer war damals der Kronprinz und der spätere König Ludwig. Der hat dann auch mindestens zweimal zur Audienz empfangen. Ja, dann hat er also sein Wörterbüchlein gearbeitet und das hat dauert insgesamt 20 Jahre. Die ersten zwei Bände hat er 1827 veröffentlicht, die zweiten Bände, dritte und vierte Band, dann 1837. Ja, und mit den Bänden, mit dem bayerischen Wörterbuch, da hat er die Grundlage geschaffen für seinen Ruhm. Und was unglaublich ist, wenn sich heute ein Student wissenschaftlich mit dem Bereich Dialektik beschäftigt, dann sind ein Schmöller seine Werke, also sein bayerisches Wörterbuch, ist immer nur Grundlagenliteratur. Man muss sich das vorstellen, in 6 Jahren werden die ersten zwei Bände 200 Jahre und sie werden immer nur an der Universität genutzt. Also einfach eine unglaubliche Sache. Ja, er hat dann also 20 Jahre gearbeitet da. Er hat viele andere Sachen auch noch geschaffen, unter anderem seine Leistungen als Bibliothekar werden heute noch gerühmt. Er ist dann hochverehrt 1854 in München verstorben. Begraben worden ist er am Südfriedhof, da hat er heute noch ein Ehrengrab der Stadt München. Das wird heute noch gepflegt und kann auch jederzeit besucht werden. Tja, aber eins ist er mit seiner Arbeit nicht reich geworden.
Am besten kann man das sehen in seinen Familienverhältnissen. Also für Spanien gekommen ist, so 1812, 13 hat er eine Liaison angefangen mit der Witwe Juliane Auer. Die Juliane hat schon zwei Buben gehabt und sie ist dann seine Lebensgefährtin geworden. Wohlgemerkt Mitte, Anfang des 19. Jahrhunderts. Er hat sie nicht geheiratet, auch nicht als 1818 die gemeinsame Tochter Emma auf die Welt gekommen ist. Erst 1835 haben sie dann geheiratet. Nicht eben, weil er es nicht mehr gemickt hat, sondern ganz einfach deswegen, weil die Witwenrente von der Juliane die Basis fürs Familieneinkommen war. Ohne die Witwenrente ist es nicht gegangen. Erst 1835 hat er genug Geld gehabt, wo er dann gesungen hat, Kinder, jawohl, Mädel, jetzt wirst du dann geheiratet. So, liebe Gäste, jetzt erzähle ich euch nur eine Geschichte aus den umfangreichen Sammlungen von Johann Andreas Schmöller und dann lassen wir es gut sein. Wenn ihr wollt, ihr könnt ja jederzeit zu uns ins Museumsquartier kommen. Ihr könnt euch die Abteilung Schmöller anschauen, mit und ohne Führung oder nur besser. Wir haben heuer eine neue Führung aufgelegt. Wer ist denn eigentlich unser Schmöller? Da gehen wir mit euch durch die Stadt, da gehen wir mit euch ins Museum und dann als Höhepunkt spielen die Schauspieler vom modernen Theater noch die Szene Schmöller beim Kinnich. Und die Krönung ist dann, es gibt ein Schmöller-Konfekt vom Riesbeck. So, also zu der Geschichte. Ich habe euch ja gesagt, 20 Jahre hat er hingearbeitet an sein Wörterbäckl. Er war im Land unterwegs, hat geredet mit Pfarrern, mit Pfarrkirchinnen, mit Austragsbauern, mit Bauern, um all das zu erfassen, um die Wörtstämme des bayerischen Dialekts auf drei zu kriegen. Er ist dann natürlich auch immer wieder konfrontiert worden mit Volkserzählungen. Und eine davor möchte ich euch jetzt erzählen. Und zwar geht es da darum, wie unsere Heimat ihren Namen gekriegt hat. Also, der Herrgott, wenn er 7 Tage fertig hat die Erde geschaffen gehabt, hat alle geschaut, war recht zufrieden und war recht stolz. Ein paar Tage später hat er sich aber gedacht, naja, jetzt gefreut er mich allein, war ja schön, wenn sie anderen auch gefreut. Weißt du was, hat er sich gedacht, ich teile das an meine Getreuen auf. Hat also seine ganzen Erzengel und seine heiligen Kummerlauer und hat die ganze Erde aufteilt. Bis zum Schluss nur mehr ein kleines Trimmel über den Blind ist. Ja, ein recht karges Land, es weder nicht schön, viel Regen im Winter, gescheit kalt, viel Stall. Es war halt unsere Heimat. Hat er sich gedacht, der Herrgott, was mache ich denn damit? Bis er dann was eingefallen ist. Mensch, weißt du was, das schenke ich dem Teufel. Der Teufel ist ja auch wichtig, weil wenn es ein Schlechtes nicht gibt, ist das Gute ja nichts wert, also kriegt der Teufel auch drum. Lauter also ein Teufel kommen. Der zieht schon das Knackerling ein und denkt sich, was wir dann wieder wollen. Ja, sagt der Herrgott, also Teufel, schau her, ich habe die ganze Erde verschenkt, du kriegst auch was, schau an, das gehört dir. Der Teufel schaut an, sieht, schaut hoch, schaut nun mal an, schaut dann den Herrgott wieder an und sagt, falls. So, ich hoffe, jeder von euch hat den Spaß verstanden. Falls nicht, Leid, dann solltet ihr an eurer Dialektkompetenz arbeiten. Nicht, dass es euch so geht, weil den Kinder in einem Münchner Kindergarten, wenn damit noch eine Stunde angeboten wird, lernen vom Dialekt. Die kleinen Bierzeln, wenn ein Dialekt im Kindergarten lernen, weil die Eltern da haben, keinerlei Dialektkompetenz mehr haben. In München. Also manchmal glaubt man es nicht. Hoffentlich hat es der Schmöller nicht mitgekriegt. Der dreht sich ja 5-mal um die eigenen Achsen sein Ehrengrab. Wenn man sich mit dem Schmöller beschäftigt, dann weiß man vor allem eins und lernt eins. Leid, pflegt euren Dialekt. Der Dialekt ist wichtig. Und lasst eure Kinder reden, weil sie es hoffentlich nur auf der Straße lernen. Das Hochdeutsche kommt schon noch. Und man darf uns auch als Oberpfälzer jederzeit erkennen. Die Zeiten, wo wir sie schauen haben, die sind lang vorbei. Da sind wir daheim und da kehren wir her. Also, liebe Leute, das war der Schmöller. Ich hoffe, ihr kommt einmal und schaut es euch an. Bis dahin bleibt gesund. Euer Thomas Sporer. Ach ja, und nur eins. Wenn ich will, kann ich natürlich auch Hochdeutsch.
aber bloß wenn ich will. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also, habe dir die.